to turn it off. Ich weiß, du kennst Geschichten über mich. Dass ich lüge. Dass ich manipuliere. Dass ich den Geist der Menschen vergifte. Tja, ich erzähle dir eine andere Geschichte. Eine wahre Geschichte. Es war einmal eine junge Frau, die von ihrer Gemeinde verstoßen worden war, gemobbt von ihren Freunden, missbraucht von der Familie. Sie nahm eine Nadel zu Hilfe. Sie war ganz allein. Sie wollte sterben. Und dann traf sie den Vater. Er gab ihr Hoffnung und Zuversicht. Der Vater zeigte ihr, wie besonders sie war, so voller Liebe und Leben. Er gab ihr eine neue Familie, die sie akzeptierte, so wie sie war. Danach wollte die junge Frau nicht mehr sterben. Ihr Leben hatte Wiedersehen. Eines Tages brachte der Vater sie hierher. Er fragte, ob sie an ihn glaubte. Er fragte, ob sie bereit sei, für ihn zu sterben. Die junge Frau, die jetzt wieder leben wollte, hatte Angst. Der Vater sagte ihr, dass dies ihre Prüfung sei. Er würde an sie glauben, wenn sie auch an ihn glaubte. Also schloss sie die Augen und sprang. Der Vater hielt sein Wort. Der Weg nach Eden ist offen für die, die glauben. Folge dem Pfad. Lass dich von deinem Glauben leiten. Spring. Ich gebe dir ein Ziel. Ich befreie dich. Ich war die Ratte im Labyrinth auf der Suche nach dem immer selben Stück gammligen Käse. Der Vater war der Erste, der mir erkennen half, dass es eine Welt jenseits des Labyrinths gibt. Eine Welt, die nichts raubt und nichts verschlingt. Es ist eine Welt, die gibt und die liebt, die dich mit offenen Armen willkommen heißt. Ich suche nicht mehr. Ich bin hier, um sein Wort zu teilen.
Komm, sieh die Welt jenseits des Labyrinths. Geist der Menschen vergifte. Tja, ich erzähle dir eine andere Geschichte. Eine wahre Geschichte. Es war einmal eine junge Frau, die von ihrer Gemeinde verstoßen worden war. Gemobbt von ihren Freunden. Missbraucht von der Familie. Sie nahm eine Nadel zu Hilfe. Sie war ganz allein. Sie wollte sterben. Und dann traf sie den Vater. Er gab ihr Hoffnung und Zuversicht. Der Vater zeigte ihr, wie besonders sie war, so voller Liebe und Leben. Er gab ihr eine neue Familie, die sie akzeptierte, so wie sie war. Danach wollte die junge Frau nicht mehr sterben. Ihr Leben hatte Wiedersehen. Eines Tages brachte der Vater sie hierher. Er fragte, ob sie an ihn glaubte. Er fragte, ob sie bereit sei, für ihn zu sterben. Die junge Frau, die jetzt wieder leben wollte, hatte Angst. Der Vater sagte ihr, dass dies ihre Prüfung sei. Er würde an sie glauben, wenn sie auch an ihn glaubte. Also schloss sie die Augen und sprang. Der Vater hielt sein Wort. Der Weg nach Eden ist offen für die, die glauben. Folge dem Pfad. Ihr Leben hat Wiedersehen. Eines Tages brachte der Vater sie hierher. Er fragte, ob sie an ihn glaubte. Er fragte, ob sie bereit sei, für ihn zu sterben. Die junge Frau, die jetzt wieder leben wollte, hatte Angst. Der Vater sagte ihr, dass dies ihre Prüfung sei. Er würde an sie glauben, wenn sie auch an ihn glaubte. Also schloss sie die Augen und sprang. Der Vater hielt sein Wort. Der Weg nach Eden ist offen für die, die glauben. Folge dem Pfad. Los.
dich von deinem Glauben leiten. Spring, ich gebe dir ein Ziel. Ich befreie dich. Ich war die Ratte im Labyrinth auf der Suche nach dem immer selben Stück gammeligen Käse. Der Vater war der Erste, der mir erkennen half, dass es eine Welt jenseits des Labyrinths gibt. Eine Welt, die nichts raubt und nichts verschlingt. Es ist eine Welt, die gibt und die liebt, die dich mit offenen Armen willkommen heißt. Ich suche nicht mehr. Ich bin hier, um sein Wort zu teilen. Komm, sieh die Welt jenseits des Labyrinths.